Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt doch 2-3 Tage nicht gespielt. Okay, und ja, so, genau. Da müssen wir mit Elvin wieder sprechen. Hier müssen wir noch Wildschweine Kleiner Garten, wir brauchen 2 Zwiebelsamen und einen Kohlsamen und Bäume fällen müssen wir noch 8 Stück. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir brauchen aber vorher dringend was zu essen. Wir haben einen tierischen Kohldampf. Und deswegen werden wir jetzt erstmal, ich glaube, ich habe jetzt nichts dabei, ne? Nope. Ich bin jetzt auch einfach mal so frech und dreist und nehme mir einen Eintopf und einen Fladen. Ich habe ja schließlich ich gekocht, dann kann ich das auch wirklich benutzen. So. Sehr schön, dann geht es uns jetzt nämlich wieder richtig, richtig gut. Okay, so, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir so ein paar von den Bäumchen fällen. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir uns noch die Wildschweine schnappen. Dann können wir nämlich dann tatsächlich am letzten Tag wirklich nochmal die Rundreise machen und die ganzen Quests abgeben. Hier. Ich habe tatsächlich nicht aufgepasst. Wie viele Bäume brauchte ich noch? 8, ne? So, muss ein bisschen aufpassen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in den Wildschwan reinrennen. So. Wow, oh mein Gott. So, da noch. Zack, 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 zack. Können wir alles mitnehmen. Wir haben ja Platz, ne? Wir haben ja nichts dabei. Deswegen können wir da ruhig alles mitnehmen, was wir hier so finden. So. Da die Holzstämmchen noch. Und da die Holzstämmchen noch. Da ist noch eins. Hier können wir nochmal abbauen. So. Da. Dann bringen wir das zurück, schnappen uns unseren Bogen. Und werden dann mal auf Jagd gehen. Hier müsste doch. Liegt da nicht noch einer? Doch. Wusste es doch. So. Die Birke. Also es sieht hier voll schön aus. Ne? Ich würde es tatsächlich gerne so lassen. Ne? Auch die Birke würde ich da eigentlich stehen lassen wollen. Hier könnte ich mich breitschlagen lassen, das wegzumachen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Im Moment ist sowieso, ich habe mir jetzt ja ein paar Bilder angeschaut. Ich glaube, das habe ich letzte Folge schon erwähnt gehabt. Ne? Ja. Bin echt so richtig übel am Überlegen, ne? Ob wir nochmal so komplett umstrukturieren. Aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht so recht. Ne? Das ist ja dann doch schon echt ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich einen Pony habe, dass ich dann... Ich habe den Stall bekommen. Ja, wie geil. Ja, geil, geil, geil. Ich kann mir ein Pferdchen kaufen. Nein, kann ich nicht, weil es mir noch zu teuer ist. Aber, weil man muss ja dann noch einen Sattel und sowas. Und ich allmächtig, ja, ich freue mich riesig drauf. Aber wir sind dabei. Ja, ich baue mir hier meinen Stall hin. Hier kommt mein Stall hin, hier kommen meine Ponys hin. So, zeig mal, was muss ich denn dafür brauchen? Was brauche ich denn dafür? Tierhaltung. Stall. Ich will hier meinen Stall hin haben. Die laufen schon frei rum, ne? Die kriegen hier ein bisschen was von der Koppel. Dann habe ich das Problem hier nicht. Dann können wir die Bäume da stehen lassen. Das ist dann einfach so ein bisschen das Zentrum von der ganzen Geschichte. Ja, die Schweine, vielleicht machen wir sie tatsächlich noch mal ein bisschen größer. Ich weiß noch nicht. Ist ja schon so ein bisschen Tierquälerei. Ich gebe es ja zu. Vielleicht machen wir das wirklich weg und ziehen es bis vorne ran. Dann haben sie da noch mal ein bisschen. Aber hier könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da auch einfach... Das sieht aber komisch aus, ne? Ja, irgendwie so. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Was ich eigentlich machen wollte, ist ja die Sachen hier wegbringen. Das Federgeviech. Und dann einen Bogen. Und ein paar Eisenpfeile. Und so ein Messer. Habe ich noch irgendwie sowas? Ein Steinmesser hätte ich schon noch, ne?
Jo, mehr ist halt nicht, ne? Na gut, dann nehmen wir halt einen. So. Dann den Recurve-Bogen auswählen. Zack, zack, zack. Achso. Pfeile noch reinschmeißen. Sonst sieht das auch schlecht aus. So, mein kleiner Rasimir. Dann lass uns doch mal eine Runde loslegen und ein bisschen was jagen gehen. Zwiebel, ja. Sehr schön. Weizen. Ach, herrlich. Sehr gut. Gepflügt. Hier könnte eigentlich noch mal ein bisschen was anpflanzen. So. Wo sind denn die Schweinis? Na, jetzt, vielleicht sind wir jetzt schon wieder so nah, dass die Schweine dann gar nicht mehr da sind. Doch, da ist ein Schwein. Siehst du. Wusste ich doch. Ach, was ist da los, ey? Kira, schieß halt. Echt jetzt? Na toll. Okay. Wieso nur ein Fall? Ich habe doch zwei gehabt. Das nächste Mal muss ich wieder, ne? Lernen vorher. Vorher nehmen. Sonst sind sie weg. So, der Herr. Wir bräuchten noch ein zweites Schweinchen. No. Was ist da los? Kein zweites Schweinchen in Sicht? Doch, eigentlich müsste noch irgendwo eins sein. Sonst nehmen wir die Wölfe. Ist auch okay. Komisch ist es aber schon. Ist total super. Ich habe an meinem Mikrofonarm habe ich den Pokéball von Let's Go Pikachu rangehängt. Ich habe jetzt immer links irgendwie so einen roten Fleck. Das ist sehr irritierend. Der muss da wieder weg. Es geht gar nicht, dass der da ist. Da sehe ich gar nichts. So, da ist ein Karren. Da können wir mal gucken. Hatten wir den schon? Nee, hatten wir nicht. Gucke mal. Gegengift. Weinflasche, Apfelwein, Kirschwein. Da ist noch Stock. Da ist ein Steinpfeil, Birnenwein. Da ist noch ein Steinpfeil. Jo. Das war doch mal eine gute Ausbeute. Schön. Das erfreut mein Herz. So, dann gehen wir jetzt mal da weiter rein. Weil das war jetzt kein Wolf, das war grün. Irgendwo müssen die Viecher ja rumlaufen. Irgendwo müssen sie ja sein. Fuchs. Ha. Ja, und nachher stehen sie dann wieder direkt vor mir, ne? Das war ein Fuchs. Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal ein bisschen lunzen. So, nee, wir sind noch weit weg. Okay, also wir können auch ruhig noch mal hier ein bisschen reingehen. Vielleicht entdecken wir ja dann doch noch mal einen Wildschwein. Nee, was ist da los? Naja. Ach, Menno. Dann halt nicht, ne? Da ist ein Wolf. Das ist gut. Kommt dann noch ein zweiter angerannt? Du, der ist schon tot. Du kannst mit der Musik wieder aufhören. Eigentlich. Es sei denn, du bringst mir noch einen zweiten. Ne? Das wäre für mich schon in Ordnung, ne? Aber... Also hier läuft auf alle Fälle noch irgendwo einer rum. Und wildschweintechnisch müsste auch noch einer irgendwo rumlaufen. Okay, jetzt nehme ich mir aber trotzdem erstmal... Hm.
Ja, gut. Hm? Hm. Wie viel brauche ich jetzt noch? Zwei, ne? Ein Wolf und ein Wildschwein wäre schon gut, ne? So, wie viel brauche ich? Einer nur noch, okay. Oh je, spannend. Kira, wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Wölfchen, Wölfchen, knurr einmal. Kommt jetzt da bestimmt gleich wieder irgendwo hervorgesprungen. Ja, aber hier ist nichts, ne? Hm. Komisch. Gut, jetzt bin ich wieder auch ein ganzes Stück weit weg. Jetzt gucke ich mal darüber. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Nö, da muss ich lang, ne? Ja. Wo seid ihr Viechers denn? Hm, Panik macht sich langsam breit da hinten. Das ist ein Wiesendorf. Das habe ich jetzt auch gar keine Lust. So gar keine Lust. Da ist was Rotes. Da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Ach, das war nix. Okay. Okay, geschafft. Redewitzka, Leute. Eieieiei. So, dann haben wir die Quest auch erledigt. Sehr schön. Wo ist jetzt der Pfeil? Da. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also das mit dem Stall, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. So richtig schön da so mittendrin ist es eigentlich nicht. Oh, schön, ein Camp. Mega gut. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, wo ich das jetzt dann doch tatsächlich ganz genau hinpacke. Also dich packe ich jetzt mal weg, weil die letzten Male habe ich immer ganz schöne Schwierigkeiten gehabt, die Sachen rauszuholen. So, was gibt's denn hier? Ein bisschen Brennholz, okay. Vieles scheinbar nicht da, ne? Hier sind bloß Stöcker. Da ist eine Eisenschaufel, die ist ja so ganz cool, aber ja, wirklich mehr ist hier halt irgendwie nicht, hä? Da ist auch nicht wirklich irgendwas. Das war jetzt aber mau. Oder ich habe es schon leer gehabt. Ah, ne, guck mal, da ist noch was. Eine Tonschale, okay. Naja. Gut, was soll's, ist halt so. Guck mal, großer Adler. So. Was soll's, ist nicht schlimm. Ich will ja jetzt eh eigentlich wieder zurück zu uns ins Dorf. Heißt, wir müssen genau in die andere Richtung. Lieber nochmal ein bisschen gucken. Nicht, dass ich da jetzt doch... Siehst du? Ne, sonst renne ich dem Vieh nämlich doch wieder in die Arme. Den traue ich kein bisschen mehr über den Weg. Kein bisschen. Du bist schmutzig. Ja, ja, ist nicht so schlimm. So. Ist ganz praktisch, dass wir jetzt eine Schaufel gefunden haben, weil dann können wir nämlich eben die Baumstümpfe auf dem Weg wegmachen, die da sowieso stören. Also zumindest der eine. Und dann gucken wir mal. So, weil hier war doch der hier, genau, der stört. Also, Inventar auf. Und wenn man jetzt nicht so blind wäre, ne? Genau, dann hätten wir das nämlich auch. So. Schöne Geschichte.
Dann. Hallo. Gans? Ganter? Ach, schon ein Unterschied, ne? Gibt es was Neues? Nee, ne? Schade. Da ist nochmal eine Gans, ne? So ein paar Eier könnt ihr legen. Aber wahrscheinlich muss ich das auch noch selber einstellen. So. Gut. Jetzt haben wir den Tag hier auch schon wieder fast rum. Kann es sein, dass das auch schon wieder fast vorbei ist? Tag 4, 15.18 Uhr. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich hätte ja schon gerne nochmal so ein bisschen das ein oder andere Haus, ne? Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen in die Richtungen runter, ne? Das heißt, hier müssten wir auf alle Fälle als nächstes so ein bisschen weiterarbeiten. Da ist die Schneiderei. Das heißt, da könnte man eine große Schafsweide oder was hinmachen, ne? Aber hier wären schon noch ein, zwei Häuser cool, weil dann können wir nochmal besser sortieren mit der Kräuterküche, mit dem... Ich hätte hier auch gerne nochmal ein Lebensmittellager, ne? Haltet mich echt für verrückt, aber das Gelaufe hier, das nervt richtig extrem. Also, das ist schon echt anstrengend. Wir können den Zaun da ein bisschen weiter bauen, den ich da angefangen hatte. So, jetzt brauchen wir die Pfeile nicht mehr. Die Schaufel brauche ich jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Das Fleisch müssen wir dann halt gleich mal ins Nahrungsmittellager bringen. So. Und dann brauchen wir, ich glaube, Bretter, ne? Sind das dann für das eine? Oh, schau mal, wir haben gar keinen Hammer mehr. Nur noch den Holzhammer. Aber den will ich eigentlich nicht. Wie ist es jetzt? Kann ich jetzt tatsächlich hier einfach einen Bronzehammer herstellen? Ich meine, das wäre natürlich richtig genial, ne? Amboss freimachen. Entschuldige bitte, Radomira, ich müsste mal kurz daran. Nee, kann ich nicht. Ich muss die Sachen schon im Inventar haben. Zwei Bronzebarren und einen Stock. Machen wir mal drei Stück auf einmal. So, jetzt ich sammle hier mal schnell einfach die sechs Stöcker zusammen. Brauche ich gar nicht, ne? Ich brauche gar nicht so viele Stöcker. Ich brauche bloß drei. Dann geht es nämlich ein bisschen zügiger. Zack. So. Genau. Und dann bauen wir da hinten mal nochmal so ein, zwei Häuschen. Guck mal, wir nehmen jetzt einfach hier die Steine mit, die wir hier eh so auf dem Weg finden. Dann können wir das Fundament einfach schon mal fertig machen. Und räumen wir hier so ein bisschen auf. Vollkommen in Ordnung, finde ich. So, guck mal, hier liegen ja doch so viele Steine rum. Schau, das waren sogar zwei, die ich hier so rumgelegen habe lassen. Wahnsinn. So, 12, 13 Steine. Ich glaube, hier waren auch noch so einiges an Steinen, ne? Ja, guck mal. Dann können wir jetzt nämlich... Oh, die unreifen Beeren wollte ich eigentlich nicht sammeln. Dann können wir jetzt nämlich da auf alle Fälle mindestens ein Fundament setzen. So. Einfaches Häuschen. So richtig gerade schaut es nicht aus, ne? Naja. Ist jetzt halt so. Und so. Nicht lange Fackeln, einfach bauen. Wird schon schön. Wir machen, irgendwann kommt dann die Zeit, da können wir dann ein Steinmäuerchen bauen. Wir können dann, sag schon, ne? Laternen basteln und sowas, ne? Das kommt hier dann alles hin. Und dann, Entschuldigung. Und dann schaut es doch alles gleich ganz anders aus. So, jetzt habe ich natürlich die Schaufel raus. Ich hält, ne? Eher etwas unpraktisch, aber gut. Wir müssen dann eher die Sachen holen. So.
gibt es halt zwei Nahrungsmittellager. Das ist jetzt für mich auch nicht ganz so furchtbar, aber dieses Gelaufe immer, Gerenne immer zwischen den zwei Sachen, das ist einfach echt anstrengend. Ich mache das jetzt hier schon mal weg. Ja. Und dann gucke ich mal, dass wir hier dann erweitern. Das müsste man tatsächlich mal nachts machen, wenn die Schweine wirklich schlafen. Ne? So, Bretter. Naja, komm, lass uns doch den Bretterzaun da mal fertig machen. Dann ist das da auch schon mal erledigt. Ne? Bretter müssten wir jetzt ein paar haben. Ja, nicht viele, aber... Oh, das ist ein bisschen schwer. Machen wir wieder ein paar weg. So. Gegengift brauchen wir jetzt nicht. Den Stein jetzt gerade zumindest auch nicht. Die unreifen Beeren können wir wegmachen. So, und die zwei Hämmerchens auch. Aber ich nehme jetzt dann doch mal eine Schaufel mit. So. Und dann bauen wir jetzt hier mal noch eben den Zaun fertig. Also zumindest den auf der Seite hier, ne? Und dann, wie gesagt, ich bin immer noch sehr begeistert. So ein kleines Häuschen, das ist doch ganz hübsch. Auf der anderen Seite, ja klar, so ein großes und dann überall die Teppiche hinpacken, wäre schon auch cool, ne? Aber es ist echt schön so. Naja, wer weiß, mal gucken. Wahrscheinlich suche ich mir dann doch tatsächlich nochmal einen komplett neuen Platz raus und baue nochmal neu. Und baue dann ganz anders oder sowas, weiß ich nicht. Ich habe echt so Pläne im Kopf, die lassen sich hier im Moment, glaube ich, gar nicht so gut umsetzen. Da muss man dann echt nochmal gucken. Aber das ist so ganz weite Zukunftsmusik. Okay, keine Angst haben, bitte. Alles chillig und alles in Ordnung. Und wer weiß, vielleicht... Ja, sage ich dann auch, ah, ich habe doch keine Lust. Kann gut passieren. So. Einmal Stein mitnehmen. Trinken und essenstechnisch sieht es noch ganz gut aus. Aber ich mache jetzt hier auf alle Fälle das Nahrungsmittellager erstmal noch fertig. So. Und dann brauchen wir ja eh erstmal die Holzstämme. So, Steinchen weg. Die schmeißen wir da einfach mal hin. Ja gut, und dann hier halt rüber, ne? Dann nehmen wir das damit rein. Das wäre jetzt gar nicht so schlecht. Mal gucken. So, Holzstämme, Steine. Okay. Hallo. Guten Tag. Aber man sieht ihr nicht an, dass sie schwanger ist, ne? So gar nicht. Du hättest gern einen Hinterausgang, ne? Kann ich verstehen. Gucken, dann lassen wir das offen, machen hier bis zum Stall oder sowas, ne? Und zäunen dann hier vorne auch ein. Dann haben wir ein großes Grundstück. Ich muss bloß gucken, dass ich da mit dem Pony auch rauskomme. Das stelle ich mir tatsächlich gar nicht so einfach vor. Okay, was habe ich jetzt gesagt? Die Holzstämme, ne? Naja, und dann geht es halt in der nächsten Folge dann tatsächlich leider nochmal so ein bisschen rum. Dass wir da wirklich auch die Quests dann loswerden. Ist nicht ganz so cool, nicht ganz so optimal, ich weiß, aber So, schnell einen Schluck Kaffee getrunken. Man gewöhnt sich so schnell an den Konsum von Koffein. Also es ist echt Wahnsinn, wie müde man dann plötzlich werden kann, wenn man mal seinen morgendlichen Kaffee nicht bekommen hat. Richtig krass. So. Achso, das sind tatsächlich nur mit Holzstämmen, ne? Eieiei. Okay. So. Okay. Ja gut, jetzt wird es dann halt Nacht, ne? Im Prinzip ist es ja jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ich würde jetzt halt tatsächlich einfach nur so ein bisschen die Ressourcen rüberbringen. Ich weiß gar nicht, brauche ich 72 für das Haus? Ja, ne? Also pass auf, ich bringe jetzt bloß die Sachen rüber.
Die wir halt brauchen, die Bretter, die Holzstämme und sowas, ne? Die Steine. Und ja, ich baue das dann einfach über Nacht fertig, okay? Oder ich, na gut, weiß ich noch nicht. Vielleicht, was fast noch besser wäre, wenn ich sage, ich mache über Nacht dann halt die Holzbolzen oder sowas, aber die wollte ich eigentlich dann nächste. Nee, die mache ich in der letzten Nacht. Ich baue das jetzt dann noch schnell fertig. Und dann ist gut. So, ihr Lieben, dann soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, ja. Und dann, ja, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao.